שלום עליכם, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah, heute Mitzvah 420, Mitzvot Kriyat Shema, Shacharit ve'Arvit, dass wir haben uns ein Befehl, eine Mitzvah, Gebot von Hashem bekommen, jeden Abend und jeden Morgen zu lesen eine Pasuk von die Torah, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echod, diese Pasuk und dem andere Abschnitte sagen. Und auf diesem Pasuk steht geschrieben im 5. Buch Moshe, Kapitel 6, Pasuk 4, Uwe Shochbecho, Uwe Kumecho. Also was heißt das? Wenn du liegst und wenn du aufstehst. Also steht geschrieben, dass von der Zeit des Niederlegens und der Zeit des Aufstehens. Also ein Mensch muss zweimal am Tag sagen, Schma Israel. Wann? In die Zeit, wo Menschen gehen schlafen, bei Nacht, und in die Zeit, wo Menschen stehen auf. Und das wollen wir ein bisschen lernen über diesen Mitzvah von Schma Israel. In Kriyat Shema, in das Lesen von Shema, es ist das Fundament von der Deklaration von das jüdischen Emunah, Glaube. Es gibt drei Abschnitte in Shema Israel. Shema Israel, Ve'afto, Ve'aya im Shamoa, über die Gebote, und Vayomer Hashem el Moshe. Drei Abschnitte. Der dritte Abschnitt ist die Abschnitt schon von Tzitzit, und dort wird auch erwähnt, die Auszug von Ägypten, das ist von 4. Buch Moshe 15. Und da gibt es auch Dankbarkeit zu Hashem. Und da sagen wir, klären wir, deklarieren wir jeden Tag, dass Hashem nimmt aktiven Teil in unser Leben. Und Ayid ist verpflichtet zu lesen, Shema, Likro, Shema, zweimal am Tag. Morgens und abends. Es ist interessant und das ist mir sehr stark in Erinnerung, dass wenn ein Baby ist geboren und er hat eine ganze Woche bis dem Brit Milah, bis die Beschneidung, jeden Abend bringt man zu ihm nach Hause Kinderlach und die Kinder sollen lernen Krishme, also die Kinder sollen lesen Kriyat Shema. Ich kann mich erinnern als Kind, ich habe das nicht nur selbst gemacht, ich habe auch Kinder gesammelt. Und man steht rum um die Wiegele, der Bett von dem Baby, der noch nicht beschnitten. Und alle sagen laut, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Die Zeit von Kriyat Shema, von Shema lesen, morgens, es ist eine Zeit, wo man kann sich schon erkennen von Nähe, von einem bekannten Freund. Also wenn man sieht den Unterschied zwischen hellblau und weiß, wenn man sieht den Unterschied zwischen Wolf und Hund und man sieht einen Unterschied zwischen einem Freund und einem Feind. Und man kann auch schon lernen, Shema Israel von Morgendämmerung, aber die beste Zeit ist zu lernen, Krishme in die Zeit und Maximum, also es gibt auch einen Kalender, und in dem Kalender steht jeden Tag, bis wann darf man Kriyat Shema lesen. Und morgen früh, wenn man schläft, manchmal es war eine Hochzeit, oder dann muss man schnell aufstehen und Shema Israel in die richtige Zeit sagen. Es steht auch im Kalender. Die Zeit von Kriyat Shema Abend, Kriyat Shema Shel Arvit, das ist von 3 Sterne bis morgen. Aber es ist besser nicht zu verschieben, diese Shema Israel lesen nach Mitternacht. Es ist wichtig zu erwähnen, dass hier in Deutschland, dass manchmal beten wir Abendgebet am Sommer, wenn es ist noch hell in Plaga Minche, muss man noch einmal bei Nacht vor dem Schlafen gehen, noch einmal komplett Shema Israel sagen, weil dann muss man Shema Israel sagen in der richtigen Zeit. Frauen sind freiwillig beim Shema Israel. Doch praktisch alle Frauen, die ich kenne in meiner Umgebung,
Mama, Oma, Schwester, Frau, Tochter, die sagen Schma Israel auch jede Nacht vor dem Schlafengehen mindestens die erste Parasha, Schma Israel, bis Ubisharecha. Diese Mitzwa zu lehnen, Kriat Schma, es ist ein extra Mitzwa, die verbunden mit Talmud Torah. Das heißt, Talmud Torah ist schon ein richtiger Kur für die Seele. Aber Schma Israel ist ein Medikament, ist eine Infusion, ist ein Minimum, das man machen kann, um mit Hashem Minimum morgen und abend, so wie man nimmt Tabletten, sagt der Doktor, eine Nacht und eine Morgen. Genauso Schma Israel ist so ein, ich sehe das als Antibiotik von Gott, das muss man ganzes Leben sagen. Bei Nacht, weil vielleicht stehst du nicht auf und ein Mensch muss vor seinem Tod Schma Israel sagen. Und morgens als Dankbarkeit für die Emuna, dass Hashem hat mir noch einen Tag geschenkt. Und dann wollen wir ein bisschen die, was steckt dahinter. Hashem wollte, dass wir sein Malchut, sein Königschaft auf uns nehmen. Wir sind alle materialistische Menschen. Wir rennen nach die weltlichen Sachen. Und der Mensch ist sehr gierig, leidenschaftlich, triebhaftig, geht auf niedrige Sachen, aber soll er nicht vergessen über Gott. Deshalb soll er wissen, dass Hashem will, soll er haben eine Mishmar. Mishmar bedeutet eine Überwachung, ein Schmire. Und deshalb, Hashem will, dass man diesen Pasuk, mindestens diese Pasuk, Shema Israel, soll man sagen mit Kavana. Schma Israel, höre Israel, Hashem Elokeinu, Hashem der unsere Gott, Hashem Echad, einzige in der Welt, in sieben Himmelrichtungen und in die Erde und in alle vier Richtungen, also Hashem ist überall. Und dieser erste Pasuk ist von der Torah Minimum zu sagen, morgen und Abend. Apropos, diejenigen, die können nicht sagen, dem ganzen Abschnitt, soll mindestens sagen, morgen und abends, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echod, reicht's. Und das reicht schon zu wissen, dass Hashem uns liebt und Hashem uns schützt und so weiter. Aber morgen und abend, wir machen das, wie man sagt, schon mit großem Kavod. Wir haben beim Schacharit Brachot, Segensprüche vorher und nachher. Und genauso am Abend, beim Abendgebet, haben wir auch Brachot, Segensprüche vorher und nachher. Damit soll die Sache schön sein. Wenn ein Mensch liest Schma Israel, soll er mindestens hören, das, was er sagt. Und es ist eine wichtige Sache. In Schma Israel soll man nicht stoppen, auch wenn kommt jemand und sagt dir Shalom, aber wenn kommt ein König oder ein wichtiger Mensch, darfst du ihm zwischen die Abteilungen antworten. Diesen Mitzwa von Schma Israel ist in jedem Ort, bei Männern, aber nicht bei Frauen. Bei Frauen ist keine Pflicht, es ist freiwillig. Und wie gesagt, in meiner Umgebung, in meiner Erziehung, in meinem praktischen Leben, Frauen sagen Schma Israel. Und muss man das zweimal am Tag machen. Einmal Abend und einmal morgens, und wenn jemand beginnt, die mündliche Lehre zu lernen, die erste Talmud-Traktat von Brachot, dann die erste Abschnitt, was man lernt, ab wann sagt man dem Schma Israel von Abend, da sagt der Talmud sehr viele Sachen, wie wird der Tag verteilt. Also Kriyat Schma bedeutet, die Bereitschaft und die Klarheit, ganzes Leben mit Hashem verbunden zu sein. Shkoyach.